Na, Caddy, Baby, was geht? Warum ist hier oben ein Boss, den. Ach ne, ein Gemischtwarenhändler, den ich angreifen kann? Oh, wenn ich PvP mache, kann ich die angreifen. Ratsmitglieder, dies ist der besagte Dämonenjäger. Na, Katka, der Gefallene. Huldan und die Legion. Bitte, und euch soll gegeben werden. Lasst euch eine kristallisierte Seele von Erzmagier Katka aushändigen. Vertraut auf euch selbst, da habe ich genau das Richtige. Folgt mir. Gib mir deinen gelben Schier, Digga. Ich hab doch beim Druiden auch erst meine Halle bekommen, bevor ich meine Waffe bekommen habe, oder? Was ist denn hier los? Hey, erst kämpfen, dann kriegst du eine Butze. Ich fürchte, ich bin ein wenig sanft. Oh Gott, Katka ist ein Messi. Schauen wir mal. Katka will mir Apexis-Kristalle geben, die 2897, die man ihm sammeln musste, diese Hure! Irgendwo hier drüben muss sie sein. Arcanes Prüfe. Ey, was hat der alles? Der ist ja voll der Messi, der hat alles aus allen Addons aufgehoben, was heute keiner mehr braucht, was heute grau ist. Aha, eine kristallisierte Seele. Die sollte bestens geeignet sein. Alter, Katka, du bist so ein Messi. Könntet ihr sie anfassen? Diese Kristalle haben oft eine negative Wirkung auf nicht-dämonische Wesen. Okay. Kristallisierte Seele für mich. Meins. Es liegt viel vor uns. Rückkehr zu Jace. Kehrt zu Jace, düster Weber zurück. Vorsichtig. Ihr bedient euch Magie, die selbst Illidan für gefährlich halten würde. Illidan würde diese Magie nicht für gefährlich halten. Ich kenne ihn schon ein paar Tage. Ich kenne ihn besser als du! Boah, apropos Illidan, ne? Hast du schon die neueste Folge von Cabot Animation gesehen? Ja, na klar. Das war so geil. Feel the hatred of 10,000! Das mit Malfurion, das habe ich mir aber die ganze Zeit in Valshara gedacht mit Malfurion und Tyrande. Oh, Geliebter hier, Geliebter da, Geliebte hier, Geliebte da. Ich dachte mir, boah, Illidan, bring ihn endlich um. So, Jace, was geht, Brudi? Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Eine Verbindung herstellen. Aktiviert den Legionskommunikator, um einen Bericht von Alari, der Seelenfresserin, zu erhalten. Alari, erstattet Bericht. Habt ihr die Kriegsklingen gefunden? Hallo? Alari, reden Sie. Hallo? Oh Gott! Alter, das ist ein Volksempfänger. Die hat so die ganze Zeit ein Rauschen. Ist das geil. Wir haben ihre Position. Das muss genügen. Eine Verbindung. Die Rache wird unser sein. Nehmt Karia Teufelsseele die Kriegsklinge der Aldrachi ab. Wo muss ich denn hin? Okay, egal, ich fliege einfach mit. Ich hätte gern so eine Fledermaus. Hier wohnen übrigens die Illidari, aber da unten ist nicht mal einer drauf. Die Insel ist einfach nur da, um da zu sein. Oh, ich bin wieder am Grab von Sargeras. Das ist cool. Befreit Alari von ihren Ketten. Echt, Mann, nimm mir meine Ketten ab. Nee, für das Gerülpse bleibst du in Ketten. Ich nehme dir deine Waffen ab und gehe. Endlich gute Neuigkeiten. Mein Bogen, verpiss dich. Nee, hier ist Herr Gleven. Ist sie wenigstens nackt? Nö, ist nicht mal nackt angekettet worden. Was sind das für Dämonen? Frechheit. Ich finde übrigens schön, in der Klassenhalle des Hexenmeisters hat man so ein Pimpbett und da stehen zwei Succubus dran. Übrigens, wenn du jetzt in Ilios einen Ball durch den Korb wirfst, dann kommt da so Konfetti raus. Das kommt allgemein in jedem Korb. Echt? Ja, das habe ich auch schon mal erwähnt. Minimal ignoriert, wie immer. Ja. Selbst schuld. Okay. Mit wem redest du?
Mit deinem Buddy Jace Gieserweber. Achso, Jace. Alter, wie viel heile ich denn gerade? Ich hab doch noch gar nicht mein Artefakt. Ich heile mehr als du gerade, Tobi, glaube ich. Heiler sind gerade in diesem Addon eh scheiße. Also bis zum Artefakt vielleicht, aber... Seit dem Pre-Patch sind Heiler ganz schön kacke. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Man sollte vielleicht mal es trotzdem machen. Das kann ich nicht angreifen. Verdammtes Wache im Anmarsch, das kann ich nicht angreifen. Okay, Karia. PMS-Karia nenne ich dich jetzt. Das ist zu weit entfernt. Ich mach kaputt, Junge! Oh, Runde Verdammnis, da sollte man vielleicht rauslaufen. Verdammtes Herold Akwesh, das klingt, als wäre er aus Indien. Da kennt er sich mit Verdammnis aber ganz gut aus. Boah, hör doch mal auf, mich hier anzugreifen. Geh doch mal weg. Die Seelen wurden direkt aus den Körpern gerissen. Ja, doch. Oh. Legt euch ins Zeug, Tara, schnell. Ich, wenn ihr euch konzentrieren würdet, wären wir längst fertig. Boah, hör doch mal auf zu meckern. Sorgt dafür, dass die Seele unversehrt bleibt. Kari hat Pläne für dieses Objekt. Meine Seele? Ich hab doch bestimmt gar keine mehr. Oh, Alari hilft auch mal mit. Endlich entfleucht euren Lippen etwas Vernünftiges. Ich zeig dir gleich mal, was sie mit ihren Lippen noch so kann, auch wenn sie schon tot ist, solange sie noch warm ist. Dieses Ziel kann ich nicht angreifen. Solange sie noch warm ist? Wäre sie kalt, wäre das I. Vernichte Gorgonash. Oh, den kenne ich. Er hat Bock auf Illidari-Fleisch. Mach dich kaputt, Junge. Oh, oh. Nicht ins Teufelsfeuer. Das tut auch mir weh. Die Mucke hier gerade klingt so ein bisschen wie bei Harry Potter. Das passt überhaupt nicht zu Dämonenjägern. Jetzt wieder nicht. Jetzt ist es wieder vorbei. Wie mache ich das kaputt? Achso, ich muss wieder hintergucken, ne? Sie sind in den Tempel eingebrochen. Verteidigt die Kriegsklinge. Ein Tempel? Dämonen? Dämonen haben Tempel? Was ist da los? Warum halten die Legionäre so viel aus? Ich habe so viele Fragen. Boah. Okay. Mir hat das gerade nicht funktioniert, mein Talent. Das ist zu weit entfernt. Das Ritual ist. Oh. Ich bin aus der Reichweite. Sterbt ihr Schweine. Schaden macht ihr eh nicht. Oh, jetzt rufen die auch noch Verstärker. Sag mal, was ist denn mit euch los? Ich ignoriere euch jetzt einfach. Wobei, nee, ihr macht zu viel Schaden. Hat das jetzt geklappt? Ja, jetzt hat es geklappt. Muss näher ran, Digga. Phalanx der Agentumdämmerung? Ach du Scheiße. Die Legion ist nur der Anfang. Meine Klinge bedienen sich weit größer. Alter, die Stimme geht gar nicht. Meine Klinge. Spells unterbrechen? Kann ich sowas?
mich nicht angreifen. Hm. Na du? Mit jeder Seele wächst meine Macht. Ich werde diese Welt beherrschen. Du bist gleich tot, Mensch. Gib mir mal meine Waffe. Toll, sie wollte mir gerade sagen, wie man meine Waffen ausspricht und das, sie hat sich selbst unterbrochen. Ja. Ihr seht die Macht der All... Und dann hat sie irgendwas anderes gesagt. Aldrachi, okay. Ich bin außer Reichweite. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Ich muss näher ran. Nehmt die Kriegsklinge der Aldrachi. Dratschi an euch. Der Mariachi. Meins. Ta-ta-ta. Die sehen so scheiße aus. Ich brauche ein anderes Transmog. Achso, hat er automatisch angelegt. Doch Verstärkung der Legion ist bereits unterwegs. Wir müssen gehen. Coolio. Achso, mein neuer Skill. So. Seelenschnitzer. Zerlegt die Seele eures Ziels, fügt ihm ganz viel Feuerschaden sowie im Verlauf von 3 Sekunden noch mehr Feuerschaden zu. Sprengt sofort 2 geringe Seelenfragmente vom Ziel ab und alle 1 Sekunden. Was ist das für 1 Sekunde? Hier ein weiteres geringes Seelenfragment. Ich habe alles cool, ja. Und ich habe noch immer keine Bleibe. Aber in Hauptsache eine Waffe. Ich habe das Gefühl, wir Dämonenjäger werden hier ganz schön in eine Kategorie gesteckt. Champion, ihr lebt. Die Kriegsklingen sind sogar noch beeindruckender, wenn man sie vor sich sieht. Das sind ja auch meine. Du darfst sie vielleicht mal anfassen. Dem Untergang der brennenden Legion. Ascha Rabenruf. Azeroth darf nicht fallen. Ich habe alles geopfert. Die Rache wird unser. Was habt ihr aufgegeben? Ewige Wacht. Gleitet zur Werde Illidari bei Krasus Landeplatz. Ihr werdet die Aussicht genießen. Gehen wir. Hui. Ich bin eh schneller als ihr. Ewige Macht. Den Weg sichern. Verwendet euer Leben, um ein Loch in die Realität zu reißen und ein Portal zur Teufelshammer in Mardum zu öffnen. What? Oh, diese Dämonenseelen nähren das Tor. Auf euer Zeichen. Zum Tode verurteilen. Weist eure Illidari an, die Dämonengefangenen zu töten. Eure Seelen sind verwirrt. Stimmt, ich bin jetzt der Boss von denen. Ich wäre dann soweit, Schätzchen. Ah, Schätzchen. Erstmal ein Tor aufmachen. Morgens halb 10 in Deutschland. Erstmal ein Tor aufmachen. So, da wären wir. Ich hab grad wirklich das Tor aufgeschlitzt. Ich weiß. Ich hab schon gemacht. Ah, okay. Ich weiß, wie es aussieht. Ich dachte, du warst jetzt so mit deinem Monk beschäftigt, den Weg sichern. Ich hab nämlich auch noch nichts anderes gespielt, außer meinen Druiden. Zurück nach Mardum. Durchschreitet das Illidari-Tor in Mardum an Bord der Teufelshammer. Illidari, das Tor ist offen. Auf zur Teufelshammer. Alter, die Matronenmutter Malicia ist ja echt voll die Nutte. Keine Umarmungen. Nicht angucken, nicht knutschen, nur ficken. Oh. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Geil. Ist das genauso unübersichtlich wie beim Druiden? Oder ist das so, bleibt das so klein? Zurück nach Mardum. Ungezügelte Macht. Aktiviert die Teufelshammer und sammelt eure Illidari. Ich habe auf diesen Tag gewartet. Boah, geil, darf ich fliegen? Ich bin ja hier der Boss, ne? Also, ich werde fliegen. Ihr dürft gar nicht. Folgt mir. Wir müssen mit den anderen sprechen. Hallo.